Gewonnen und doch ausgeschieden, das ist das Resümee nach diesem Rückspiel im Halbfinale der Champions League. Gordon war einer der Fans, die das Ganze im Stadion hier erlebt haben, in München. Und jetzt mit welchen Gefühlen heute beim Training dabei ist? Ja, einerseits bin ich natürlich enttäuscht von gestern, aber wenn man mich gestern gefragt hätte, dann wäre natürlich die Antwort ein bisschen emotionaler gewesen. Heute kann ich das Ganze schon ein bisschen relaxter betrachten. Katerstimmung natürlich auf beide Seiten bezogen, also einmal den Kater durch das Sehen des Spiels im Augustinerkeller, aber auch schon ein bisschen enttäuscht. Es war ein großartiges Spiel, großartiger Fight vor allen Dingen, das hat uns richtig viel Spaß gemacht. Granatenstimmung. Sehr schlechte Gefühle, da haben wir leider nicht gewonnen, also es leider nicht geschafft haben. Haben gewonnen, aber es hat leider nicht gereicht. Ja. Ist man natürlich tief enttäuscht. Zum dritten Mal hat Pep Guardiola in seiner Zeit beim FC Bayern die Mannschaft bis ins Halbfinale der Champions League geführt. Zwei Titel kann er in dieser Saison noch gewinnen mit der Deutschen Meisterschaft und mit dem DFB-Pokal. Was bleibt so für die Fans unterm Strich von dieser Zeit des Trainers Pep Guardiola beim FC Bayern? Ja, ich würde sagen, das Projekt, wie man so schön sagt, ne, ist halt irgendwo unverendet. Ne? Weil, wenn wir ehrlich sind, Hand aufs Herz, er ist gekommen, um den CL-Titel zu holen. Ja, ich denke, Pep hat die Jahre über ganz gute Arbeit geleistet. Er wurde halt leider nicht mit den Champions-League-Titel belohnt, aber ich denke, Bayern wird weiter so erfolgreich sein mit dem neuen Trainer, unter Ancelotti. Und dann holen wir endlich mal wieder den Henkelpott. 93 Millionen hat der FC Bayern eingenommen. Eine finanziell gesehen erfolgreiche Zeit in der Champions League. Sollte dieses Geld gleich für den neuen Trainer, für Carlo Ancelotti, bereitgestellt werden, damit er Veränderungen in der Mannschaft vornehmen kann? Und an welchen Stellen müsste er vielleicht verändern? Weiß ich nicht, ob wir überhaupt viele neue Spieler bräuchten, weil die Innenverteidigung ist jetzt wieder stark, da Boateng wieder da ist. Und Kimmich haben wir ja auch noch einen Hit in der Innenverteidigung. Dreimal hintereinander Halbfinale, das heißt unter den vier besten Mannschaften Europas. Und da wirklich, das ist das Minimalziel, was eigentlich jede Saison jetzt weiterhin auf Ancelotti zukommt. Wird am Ende der Saison einfach nur die Anzahl der Titel entscheiden, ob es eine gute oder eine sehr gute Saison war? So wird es sein, ja. Aber ich hoffe natürlich, dass wir den DFB-Pokal dann auch noch einfahren gegen die Dortmunder. Die werden wir hoffentlich schlagen. Und dann wird es eine gute Saison gewesen sein. Stefan, vielen Dank. Du, nimm noch einen Schluck und merkst schon, dir musst du noch einiges runterspülen. Samstag, da kann der Titel dann sicher gemacht werden beim Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt für den FC Bayern. Und dann wäre es der vierte in Folge und das hat es vorher in der Bundesliga noch nie gegeben.